So, ich baue mir mal ein paar Schaufeln. Ja, mach das. Kannst du mir gleich auch eine mitbauen? Na, ich muss hier jetzt erstmal. Eine kann ich dir geben. Da hingeworfen. Erstmal Schon mal jetzt. dankt. Ich auch Schiff hier machen muss. Ah, jetzt kann ich ein bisschen baggern gehen. Ah, schöne Frau, sind Sie öfter hier? Oh Mann. Ja, ne? So spät schon wieder. Ah, ich bin so froh, dass das jetzt endlich funktioniert. Da kann man jetzt endlich mal ein bisschen was auf Vorrat kloppen und dann lade ich das, gebe ich das alles meinem Hochladeknecht mit. Das ist nämlich das letzte Problem, was ich lösen musste. Das war eigentlich immer die Engstelle bei den Let's Plays, war das Hochladen. Ich habe jetzt einen Knecht gefunden, der hat 50.000er Leitung zu Hause. Der lädt das auch über Nacht hoch. Es ist einfach episch. Ich bin quasi nur noch aufnehmen, schneiden, speichern, kommentieren. Ach so, ja. Ne, ich bin immer noch Knecht, aber. Wir tun das ja zum Wohle der Kinder. Zum Wohle. Wohle aller. Das Wohl aller. Ja. Ein geiler Film. Oi. Habe ich gleich Bock auf den Corny. Cornetto. Pass auf. Nicht Corny. Ist der nicht aber auch Corny? Nee. Was ist das für ein Riegel, den er da immer isst? Die essen doch keine Riegel. Doch, immer ist da auch ein Riegel im Auto und in dem anderen auch nochmal. Ist mir nie aufgefallen. Hätte aber eher vermutet, Aber dass. ansonsten ist es die Cornetto-Reihe, da hast du schon recht. Ich hätte So, eher ich habe vermutet. mehr als genug Vorrat. Ich hätte eher Wieso vermutet. steckt hier ein Pfeil im Bär? Mich hat gerade ein Skelett angeschossen und der erste Pfeil von ihm ist halt drüber gesegelt. Zombie mit Osmium-Helm. Spinne! Uah. Ach, das müssen wir. Ich bin der Ritter in der schwabbeligen Rüstung. Ein Klassiker. Achso, ich helfe dir gerade mal beim Planieren, ha? Ja, ist erstmal nur das Stück und dass wir quasi auf den Innenbereich der Festung schon mal ein bisschen was sehen können. Creeper! 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 Mana Creeper. Baby Angry Zombie! Scheiße! Entschuldigung. Aua! Haben wir noch was zu spachteln? Nicht, dass ich wüsste. Ha, zwei Steaks. Ah, jetzt geht's mir wieder besser. Wir brauchen Selbstschussanlagen. Gut, Ich dann nimmt meine, man das jetzt hier hoch. wir wohnen ja schließlich im Osten. So, ja, dann haben wir das auch erstmal erledigt. Ja, wie gesagt, den Außenbereich noch ein Stück runter planieren, das Das kann später kann auch sein. eigentlich bleiben, wie es ist, weil ich meine, du passt ja die Festung normalerweise ans Gelände an und planierst nicht bergeweise. Oder? Habe ich da was falsch verstanden? Berge machen das an. Ja, ich sagte ja, du planierst nicht bergeweise und sagte nicht, du planierst zwergeweise. Das mag sein, aber Zwerge planieren bergeweise. Dann sind es Gebirgszwerge. Da rennt jemand mit einer Glowstone-Rüstung und einem Bogen unterwegs? Nee, fällt aus. Keine Lust. Außer, Der drüben, der Mana-Elementar steckt in so einem Dornengebüsch von Biomes Plenty drin und verreckt gerade. Schön. Sehr Muss schön. auch mal sein. Klar. Wir haben jetzt null Stein, null Kohle, null ja nicht, ne? Was? Naja, ich weiß noch mal, Kohle, Stein hole ich jetzt noch eine Runde? 16 Charcoal hast du. Ja, klar, das ist ja für dich zum Brennen. Die Spinne hat einen Helm oder einen Hut? Die hat einen Hut auf. Die Spinne hatte einen Hut auf. Ich möchte das festhalten. Cool. Das klang nicht gut. Ah, Creeper. Der läuft ab und zu mal auf so einen Oreberry-Busch. Vollidiot. Okay, ich gehe wieder in die Mine und hole uns ein bisschen Cobblestone. Das klang nach einem Schleim. Habe ich mich ja gefehlt. Uah. Ach, das ist der Morph, was das Schwarze so auf einen zufliegt. Upsi.
Scheiße, der hat meinen Garn weggesprengt. Scheiß Creeper. Falls ihr damit ihr wisst, warum ich mich so ärgere, Mangan ist hier essentiell zur Herstellung von Stahl. Zumindest am Anfang ist es die effektivste Art, Stahl herzustellen. Überhaupt. Scheiß auf diese ganze, wir suchen ewig Blaze Rods Geschichte. Für Railcraft, weil das geht hier wesentlich schneller. Es geht auch über Mechanism schneller. Also Railcraft hat die ineffizienteste und ungemütlichste Art, Stahl herzustellen von allen. Naja, aber unter Tatsache, dass Railcraft eigentlich erst Stahl eingeführt hat, kann man das jetzt so ja schlecht sagen. Man kann das schon sagen, aber man kann ja auch mal das... Weil die Idee, das die Idee ist gut. Blast Furnace ist einfach mal ziemlich gut. Ja gut, aber das ändert ja prinzipiell nichts daran, dass es die uneffektivste Art momentan ist. Ja, also sag mal so, Stahl herzustellen im Rest der Mods ist einfach mal pipi einfach. Ja. Ich bin zum Beispiel auch der Meinung, dass in der Hinsicht eigentlich nur fair wäre. Du hast ein Mod, was so viele Ressourcen herstellt, so viele Ressourcen vor 5, vor 3 Verdopplung anbietet. Und für die meisten Sachen brauchst du halt Stahl am Anfang. Mhm. Es wäre nur fair, wenn du sagen würdest, du musst das über Railcraft für den Anfang machen. Ich glaube, es wäre dann zu frustrierend. Ich glaube, es sollte teurer sein. Also, es ist ja... Was kriegst du aus Charcoal raus? 20 Carbon und das sind 2... Stahldinger. Nur Stahl. Ja, da muss ich sagen... Nee, 20 Carbon ist eh ein Stahl, weil du musst es ja 2-mal anreichern. Ach so, ja, trotzdem ist es zu wenig. Das meine ich halt. Da könntest du da halt die Schraube hochdrehen. Mhm. Oder du gehst her und sagst, du machst Stahl, wie man wirklich Stahl gemacht wird. Oder sag mal erstmal... Weil normalerweise, wenn du Eisen hast, wenn du Eisenerz hast, hat Eisenerz einen extrem hohen Kohlenstoffgehalt. Und andere Verunreinigungen. Und das wird normalerweise geklärt, also ganz früher wurde es geklärt, du hast es geschmolzen. Und dann quasi mit einer großen Spachtel umgerührt, um Luft reinzukriegen. Und der Sauerstoff hat quasi die anderen Elemente rausgebrannt. So wurde früher ja Eisen verhüttet. Und dann wurde quasi dann später Sauerstoff reingeblasen. Oder Luft reingeblasen unter hohem Druck. Das hat dann gespritzt. Und dadurch hast du natürlich noch schneller und bessere Reinheitsgrade gekriegt. Vor allen Dingen gleichmäßigere Reinheit in deinem Stahl. Und wenn man sowas einbauen würde, zum Beispiel, dass man sagen würde, ja, du brauchst zum Beispiel für den Electrolytic Separator von Mechanism, ja, das waren jetzt viele Fremdwörter, gebe ich zu, kein Stahl, aber halt so eine Art Grundenergie und mit der Energie musst du erstmal Wasser und Sauerstoff, also Wasser spalten zu Wasserstoff und Sauerstoff und damit, das bläst du dann quasi irgendwie rein in deinen Furnace und damit stellst du Stahl her. Und das ist nämlich das, was mich bei allen Mods ärgert. Die Herstellung von Stahl ist total bescheuert gemacht. Weil natürlich setzt du Stahl später nochmal Kohlenstoff zu, aber nur, wenn du reines Eisen hast. Weil ansonsten hast du sehr, sehr viel Kohlenstoff drin, was den Stahl der spröde macht. Also ihr merkt, das war wieder die Allgemeinbildungskeule. Ja, wie gesagt, also da ist... Oder wenn sie zumindest es so machen, dass die Varianten, die wir am Anfang richtig schnell erschließen können, wenn die ineffizienter wären. Ja. Dass du zum Beispiel wirklich über den Blast Furnace bei Zugeben von Sachen mehr rauskriegst einfach. Mhm. Dann einen besseren Multiplikator hättest. Aber so ist es natürlich ziemlich... Ich meine, was brauchst du für Charcoal beim Blast Furnace? 8 Stück? Für ein für einen Stahl? Ne, 4 zu 1 war's. Das war 4 zu 1, ja. Ich hab's erste Osmium gefunden. So, jetzt haben wir da. Aber ja, ihr merkt schon, wir haben, wenn es um Stahl geht, schon recht viel Ahnung. Und Eisenerzaufbereitung. Und man muss sagen, das ärgert schon. Da muss ich sagen, welcher Mod war das? Der war so extrem gut, wenn es um... Ah, Terraformacraft. Oh ja, das war schön. Terraformacraft war in der Beziehung wirklich, da hat man das Gefühl gehabt, hier hat sich ein Ingenieur mit viel Zeit hingesetzt und hat angefangen, Scheiße zusammenzuschrauben. Aber, naja. Uah. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Stein. Hätten wir eigentlich auch machen können. Wir hätten mit der ganzen Technikaktion brechen können und mal einen komplett anderen Mod nehmen sollen. Terraforma oder Better Than Wolves. Ja, wir hatten ja davon mal ein... Naja, das war die Mod-Vorstellung und da... Ja, gut, stimmt, die Gesamtfeedback war da ein bisschen schwach. Das Gesamtfeedback war aber nun mal extrem gering, also... Ja. Die Leute geschrien hätten, nee, macht mal komplett Terraferra, hatte ich gesagt, okay.
Wobei das auch, oha, das ist gruselig anstrengend. Das Problem ist, Terra Firma hat für mich geistig halt dann doch irgendwo eine Grenze. Mhm. Die ist zwar nicht schnell erreicht, aber sie ist dann erreicht. Ich weiß dann immer nie, hier hast du halt noch mehr als genug verschiedene Sachen, die du machen, ausprobieren kannst. Ja. Da sitze ich halt dann so da, inwieweit lohnt sich das? Ich meine, an sich fand ich es sehr schön, Terra. Also ich brenne dir gerade mal 2 Stacks Kobbel, nur mal so zwischendurch reingeworfen. Ich habe extra auch nochmal welchen geholt gehabt. Ja, ja, nee, ist ja kein Problem. Ich habe hier nochmal einen dritten Ofen hingesetzt. Ich dachte mir so, Mensch. So. Die können wir auch mit Kohle befeuern, weil ich habe jetzt noch 14 Kohle dabei und unten ist noch reichlich. Die Grundbasisidee steht zumindest hier. Eingang kommt erstmal hier hin. Ja, ich habe jetzt nur das Ding auch erstmal so die Grundmauern hingestellt, dass wir eh noch hochziehen können, zur Not, dass wir da drin erstmal ein bisschen hausen können. Mhm. Weil da geht noch sehr viel Material ins Land. Ich weiß auch noch nie, wie der Grundriss wird für einen Anfang, wo der Eingang hier hinkommt. Ich tendiere hier, wo ich stehe, dass hier der Eingang wird. Könnte man machen. Dass du quasi hier einen Mittelgang hast, in eine große Haupthalle erstmal kommst. Rechts soll es dann natürlich die Vierecke, wo jetzt auch die Kisten stehen, das sind die Türme sozusagen. Mhm. Das werden auch später dann die höchsten Punkte werden. Die müssen wir halt immer nur ein bisschen aufstocken. No, natürlich. Und dann machen wir einen richtig auf Ingenieur und verbreitern auch die Fundamente. Nein. Haus darin? Nee, fällt aus. Oh, ich habe jetzt was Geiles gesehen. Eine Vorlesung gehabt, einen Prof gezeigt. Wow, das ist ein echter Creeper. Da mussten sie nachträglich die Fundamente von einem Gebäude vergrößern, weil sie es aufstocken wollten. Und das war ein großes. Also wir reden hier von einem mehrstöckigen Gebäude. Mhm. Die haben das komplette Fundament erst haben sie das Fundament durchbohrt, tief gebohrt und dann Betonpfähle quasi, also mit Beton ausgegossen, dass du Betonpfähle hattest, die dann quasi dann das neue Fundament gaben, mehr oder weniger. Und dann haben sie das komplette Ding untergraben, in eine Tiefgarage reingesetzt und ein neues Fundament runtergesetzt. Okay. Die haben das komplette Fundament untergraben. Quasi die Decke von der Tiefgarage war dann im Endeffekt das Fundament. Lol. Ich hab das gesehen und dachte so, ja, klar, es ist besser als abreißen und neu bauen, aber alter Schwede, die Eier muss man erstmal haben. Sowas ist technisch möglich. Also, muss ich sagen, krasse Scheiße. Was ist denn Meh? Oh, nö, nicht. Ich steck halt hier so grob erstmal ideenmäßig ab, wie ich den Grundaufbau für die erste Ebene haben will. Und... Ja, ich lasse mir auch Zeit jetzt hier. Ich gehe jetzt auch nicht schnell in die Tiefe, weil da, wofür ich jetzt gerade... Jetzt habe ich jetzt erstmal quasi die Grundmauer der Feste abgesteckt. Wie gesagt, die eine Ecke werde ich dann hochziehen, dass wir zumindest was mit einem Dach über dem Kopf haben. Mhm. Wahrscheinlich eine der Türme, macht am meisten Sinn. Ja. Und wenn das dann ist, würde ich wahrscheinlich dann anfangen, Tinkerers anzufangen auch. Ja, bis jetzt haben wir ein kleines Nahrungsproblem. Ja, immer noch. Also, ich suche gerade mal ein bisschen nach Clay. Muss ich glaube ein bisschen. Aua. Am Strand. Wenn man Dornen kaputt schlagen will, tut das weh. Und ganz mal nebenbei, ich liebe die Eichenblatttextur. Ja, das ist wirklich mal eine verdammte Eiche. Auch schick.